Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir machen heute ein richtig, richtig cooles Baubattle. Wir werden jeweils einen Vampir bauen. Du, Katja, wirst hier drüben auf deiner Seite einen Noob-Vampir bauen. Und ich werde hier drüben auf meiner Seite einen Pro-Vampir bauen. Und zusätzlich haben wir mehr Unterstützung. Du hast hier einen Noob-Builder, der dir wahrscheinlich dabei hilft, den Noob-Vampir zu bauen. Und ich habe hier einen Pro-Builder, der mir hoffentlich dabei hilft, hier den Pro-Vampir zu bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Katja, wie viel Quatsch die beiden Bilder hier machen. Ich bin aber auch sehr gespannt. Die werden richtig hilfreich sein. Ja, ich hoffe es. Ich bin sehr gespannt, wie dein Noob-Vampir aussieht und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, wie mein Bro-Vampir aussieht. Okay, bist du bereit da drüben? Bin ich. Okay. Oh, es geht schon los bei euch. Ja, ich mache hier zu. Es geht los. Hey. Wollen wir uns einen Bro-Vampir stehend bauen? Ja, okay, wir bauen ihn stehend. Das bedeutet, ich werde erstmal grob hier die Form bauen. Also das müssen auf jeden Fall die Füße hier sein. Der wird nach oben gebaut, so ungefähr. Da würde hier so der Körper hinkommen. Das wird so schwierig. Wir werden auf jeden Fall hier einen Mantel bauen für den Vampir. Der Vampir soll natürlich auch ein relativ gruseliges Gesicht haben mit Vampirzähnen. Okay, ich bin sehr gespannt, wie mir hier der Bro-Builder hilft. Und Katja, wie wird denn euer Noob-Vampir aussehen? Weiß nicht so ganz, was der hier macht. Also, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was mein Bro-Builder hier macht. Ich glaube, er baut gerade hier den Fuß. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Ich bin auch sehr gespannt, was bei euch gebaut wird. Ich weiß es nicht. Also ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, wir sollten einen ganzen Vampir bauen, Noob. Ich glaube, wir bauen hier gerade eigentlich eher nur... Oh nein, ich bin gespannt. Typ mit der Mütze, so sieht's aus. Oh nein. Ich glaube, ich baue hier die grundlegende Form und mein Bro-Builder baut daraus eine detailliertere Form. Das wären tatsächlich die Beine hier. Okay, warte mal, da kann ich das auf jeden Fall hier schon mal abbauen. Das wären die Beine. Da versuche ich auf jeden Fall hier auf meiner Seite die Füße bzw. die Beine ähnlich zu bauen. Okay, das wird echt sehr, sehr interessant. Ich lasse auf jeden Fall hier ein bisschen Platz. Da werde ich die Beine bzw. Füße genauso bauen wie mein Bro-Builder. Ganz genau so. Und Katja, wird euer Vampir eher groß oder eher klein? Kannst du das schon sehen? Also ich werde jetzt gerade so Beine anfangen. Ich habe es vor, groß zu machen, aber wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was er baut. Bin gespannt. Und ich baue das hier sogar falsch nach. Das sieht nicht ganz so aus, wie es wollte. Was sind da los? Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Schuhe. Die würden hier weitergehen. Das muss ich noch höher bauen. So, das wird höher gebaut. Zack. Das muss auf diese Höhe. Ja, genau, genau. Auf diese Höhe. So und so. Das sieht schon so cool aus. Wir haben auf jeden Fall beide Füße. Hier auch schon die Beine. Und wir sind jetzt gleich schon am Körper des Vampirs dran, Katja. Das kann ich dir schon mal sagen. Also ich sage immer so, mein Noob macht anscheinend ja einen Kopf und ich mache daraus weiter Beine. Was denn da los bei euch? Ja, das sieht sehr interessant aus. Okay, Katja, ich kann dir schon sagen, wir haben schon den kompletten Körper hier. Es wird jetzt, glaube ich, hier der Vampirmantel gebaut. Das sieht schon so cool aus. Das sieht bei uns nicht schön aus. Und hier wird dann auf jeden Fall der Kopf bzw. der Hals hinkommen. Der wird ungefähr hier mittig platziert und der Mantel muss hier auf jeden Fall einmal drumherum. Und hier baut auf jeden Fall mein Bro-Builder gerade die Arme. Ja, ja, das wären die Arme. Wie cool ist das denn? Ich werde mal grob den Kopf bauen. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie man hier einen Vampirkopf baut insgesamt. Wir wollen auf jeden Fall spitze Zähne und gruselig aussehende Augen. Okay, guck mal, Katja. Unser Vampir wird ungefähr so hoch sein hier insgesamt. What? So hoch wieder ungefähr sein. Wie hoch ist euer Vampir ungefähr? Ist jetzt hier? Da unten? Oh nein! Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie euer Noob-Vampir aussehen wird. Ja, ich weiß gar nicht, was das ist hier. Oh. Was baut ihr beide denn gerade? Also, er macht gerade die Hände. Ja, und was machst du gerade? Den Oberkörper. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gerade dran, ungefähr die Kopfform hier hinzubauen. Ja, ich glaube, wir müssen ihn noch ein bisschen auf die Seite verschieben. Aber es sieht schon sehr cool aus. Oh, Moment mal. Mein Pro-Builder baut hier schon die Arme bzw. ist der Arm schon soweit fertig. Okay, es wird auf jeden Fall hier der ganze Oberkörper noch ein bisschen abgerundet. Okay, das wird hier ungefähr der Kopf sein. Und hier hinten dann über die Schultern bzw. über den Rücken kommt dann natürlich der Mantel. Das wird cool aussehen. Okay, so sieht auf jeden Fall der Bro-Vampir aus. Bis jetzt gefällt mir schon sehr, sehr doll gut. Ich werde zum einen hier unten ein bisschen Deko platzieren und zum anderen, Katja, werde ich hier hinten einen Sarg bauen, woraus der Vampir gerade aufgestanden ist. Ich werde den auf jeden Fall so groß bauen, wie der Vampir ist. Ungefähr, ja, so hoch, dass der Vampir sich dort auf jeden Fall reinlegen kann. Das ist cool. Das bedeutet, der Sarg steht hier hinten auf jeden Fall gerade an der Wand. Ich werde hier, glaube ich, auch noch eine Wand hinbauen. Das wird so, so doll cool aussehen. Ja, ja, da wird hier natürlich alles mit Holz drin gefüllt. Der Sarg ist auch ein bisschen größer nach hinten hin. Was baut ihr denn da gerade für einen Quatsch insgesamt? Unser Vampir hat ein Schwänzchen. Warum das denn? Weiß ich nicht. Was ist denn da los? Oh nein. Also ich muss sagen, unser Pro-Vampir sieht schon richtig cool aus. Ich glaube, hier wird gerade das weiße
Gesicht gebaut vom Pro-Builder. Der Pro-Builder ist wirklich richtig, richtig gut, wie cool hier alles aussieht. Da können wir auf jeden Fall dann den Mund und die Zähne, so gut es geht, näher drauf oder dran bauen. Ja, das wird cool. Und ich werde hier auf jeden Fall das Schlafplätzchen für den Vampir fertig bauen, nämlich hier den Sack. Nu, wir machen ein Cape hin, okay? Ich glaube, das ist eine coole Idee. Eine Kappe? So ein Cape, ja so. Ah, ein Mantel. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Und der Sack sieht bis jetzt auf jeden Fall so aus. Gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Vielleicht werde ich noch ein paar mehr Spinnweben platzieren. Wie cool der Pro-Vampir hier aussieht. Der Pro-Builder baut das hier super, super, super doll gut. Und der baut jetzt gerade hier, das Cape bzw. den Mantel. Das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Das Gesicht sieht auch so cool aus hier mit den Vampirzähnen. Wie die roten Augen mit der Frisur hier. Das ist so, so, so cool. Ich glaube, ich hier noch ein paar Haare machen. So vielleicht. Ja, das gefällt mir sehr gut. Okay, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon den Sarg insgesamt. Und wir sind auf jeden Fall schon relativ weit mit dem Bro-Vampir. Und Kater, wie sieht euer Noob-Vampir bis jetzt aus? Schön. Ich bin sehr gespannt. Sieht der wirklich schön aus? Ja, ne geht's. Oh nein. Okay. Kann man machen. Ist der eher groß oder eher klein? Also ist er noch ein bisschen gewachsen? Immer noch klein? Ja, der ist immer noch winzig. Oh nein. Okay, wir bauen hier auf jeden Fall gerade den Mantel. Das sieht auch so cool aus. Vielleicht werde ich den Mantel bis auf die Höhe hier ungefähr bauen. Ja, das ist sehr gut. So zeigt er dann zack ab nach unten. Okay, dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Details hier in den Sack reinbauen. Und dann sind wir fast tatsächlich schon fertig. Vielleicht würde ich noch ein paar mehr Details hier unten drumherum platzieren. Das sieht aber alles richtig, richtig, richtig cool aus. Und Katja, wir sind tatsächlich mit unserem Pro-Vampir fertig. Wir der sind sieht auch so fertig. Cool aus hier mit dem Mantel, hier vorne mit dem Anorak insgesamt. Dann haben wir hier im Hintergrund den Sarg auch. Hier unten haben wir ein paar kleine Details gemacht. Das sieht cool aus. Okay, dann würde ich sagen, Katja, da ihr auch fertig seid, könnt ihr sehr gerne rüber auf unsere Seite kommen. Und stopp insgesamt. Und ihr beide könnt euch umdrehen. Und das ist unser Pro-Vampir. Die Zähne sind ja nice. Ja, schau mal mit den roten Augen. Mit der Frisur. Hinten haben wir einen Sarg. Und unten haben wir auch ein paar Details gebaut insgesamt. Also unser Vampir sieht etwas anders aus. Ja, der Mantel ist ja mal mega heftig. Das hat alles der Pro-Builder gebaut. Der ist tippvoll gut. Ja, mein Noob. Und die Füße sind ja auch krass. Die Schüchchen. Bei uns ist beim Fuß einfach noch ein Gesicht. Was ist denn da los? Ja, schon was ganz anderes. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, Katja, der Pro-Builder und ich, wir kommen rüber auf eure Noob-Seite. Ja. Und ich bin jetzt so gespannt, wie die Noob-Seite aussieht. Okay, ich komme rüber. So, zack. Oh nein. Und warte mal, was stellt ihr euch vor? Ich glaube, das wird ein drunter und drüber sein. Ja. Ich bin sehr gespannt. Kann ich mich umdrehen? Und ihr könnt euch jetzt umdrehen. Und was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Vampir? Guck, unten hat er ein Gesicht. Sieht aus wie Katzen. Ja. Warum hat der denn hier ein Gesicht? Hier ein Gesicht? Und sind das die Fledermäuse? Auch die sehen aber süß aus. Ja, ne? Und warum sind hier die Fledermäuse an diesem Weißen dran? Das ist der Heldi. Sind das hier die Arme? Ja. Warum hat der vier Arme? Weiß ich nicht. Und hier hinten, warum hat er hier so ein Pommelschwänzchen wie von der Katze? Was hat ihr denn hier für einen Quatsch gebaut? Wie sieht das denn hier aus? Hier auf der Seite. Der Pro-Vampir mit dem Pro-Builder zusammengebaut. Und hier auf der Seite euer Noob-Vampir mit dem Noob-Builder zusammengebaut. Ja, ist schon stark. Was ist denn da los insgesamt? Das sieht ja super lustig aus. Ist das eine Zunge, die da unten sogar rausschaut? Ja, die hat der Noob gebaut. Oh, was ist da los? Hier kann man sogar reinschauen. Ja. Das sieht ja alles super, super interessant aus. Oh, Mann. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.